wonderful good morning. Ja, mittlerweile ist es 6.30 Uhr und wir werden bald mal abgeholt. Ja, wir ziehen nämlich heute weiter. Wohin? Erstmal nach Padang Bay, um die Insel zu verlassen. So viel zu dem jetzt. Den Rest seht ihr später. Und jetzt lassen wir uns erstmal unser Frühstück hier wieder schmecken. Und dann ziehen wir los. So, der Shuttlebus hat uns jetzt nach Padang Bay gebracht. Jetzt sind wir schon eine halbe Stunde oder Stunde, wenn wir jetzt hier chillen und einen Kaffee trinken. Und jetzt schauen wir mal nach einer Fähre. Unsere Pläne haben sich jetzt noch geändert. Und ja, wir wollen jetzt mit einer Fähre auf Gili Islands fahren. Ja, dann schauen wir mal, ob das alles so funktioniert. Ja, willkommen auf Gili Island. Nach einer kleinen oder großen Odyssee eher. Ja, sind wir jetzt hier endlich auf der Insel angekommen. Ich muss gerade rausschwenken, sorry Leute. Und ja, was muss man dazu erzählen? Also, wir wollten ja eigentlich ursprünglich mit der Fähre hierher fahren, weil die Fähre ja günstig ist. Dann wurden wir von einer kleinen Sippschaft dort, ja, mehr oder weniger, die hätten uns um viele Euros gebracht, wahrscheinlich erstens mal das und zweitens haben sie uns nicht in Ruhe gelassen, sind aufdringlich geworden, haben unsere Meinung nicht akzeptiert und so weiter. Dann sind wir weiter, haben uns für ein schnelles Boot entschieden und da waren auch ein leicht dubioser Kerl unterwegs. Deswegen Info bzw. als Hilfestellung für Leute, die von Padang Bay aus auf die Gili Islands möchten. Bucht das im Voraus am besten, wenn ihr irgendwo in Bali seid. Ist gar kein Stress, weil die Preise sind nicht arg viel teurer, wenn überhaupt. Und dann können die euch bei zum Beispiel eurem Homestay oder so weiter beraten. Und ja, also einfach nicht übers Ohr hauen lassen, gell? Andere Farbe, andere Modell, kommst du looky looky, gute Qualität, Ray-Ban Oakleys, Rolex. Mittlerweile sind wir jetzt hier am Strand um dumm gelaufen und sind jetzt schon die ganze Insel fast, ja, halbe haben wir jetzt mittlerweile umrundet und jetzt haben wir hier, schauen wir mal den schönen Sonnenuntergang hier an, der gerade da läuft. Richtig gut, hat sich auf jeden Fall gelohnt hier auf die andere Seite zum Laufen, sonst hätten wir das jetzt wahrscheinlich nicht gesehen. Ja, und jetzt machen wir uns wieder auf den Weg zurück dann mal zu unserem Homestay und ja, mal gucken, was wir heute Abend noch treiben. Hier auf der Insel gleiches Spektakel wie immer, schaue ich das mal an, da brennt es ordentlich, rein nach dem Motto Burn Motherfucker. A wonderful good morning, ja, oder eher gesagt, kein wundervoller guten Morgen, der Adi und ich, wir haben nämlich ungefähr kein einziges Auge zugemacht heute Nacht, weil wir vielleicht hören können, wenn ich jetzt mal still bin. Da schreit die ganze Zeit ein Muezzin rum zum Gebet und jetzt ist gerade Ramadan-Zeit.
hier und bis auf Bali ist ganz Indonesien eigentlich relativ muslimisch geprägt und das ist das Problem. Wenn hier dann ein Hotel in der Nähe hast, kann das voll knicken. Die machen Party, bis die Sonne aufgeht, weil sie dann wieder was essen dürfen. Und ja, das war nicht auszuhalten. Und jetzt hier auch und läufst mit dem Mega-Schädel, weil du nicht geschlafen hast durch Straßen und schreit schon wieder einer rum. Also, oh, ja, ich weiß auch nicht. Es ist für uns jetzt gerade nicht so angenehm heute, aber ja, nur als Info für euch Leute, wenn ihr meint, ihr müsst hier mal auf die Inseln kommen und so weiter oder nach Indonesien, dann müsst ihr euch bewusst sein, dass einfach hier ja, Muslime unterwegs sind. Ramadan-Zeit geht so ab. A wonderful good morning. Ja, gestern ist nicht mehr viel passiert. Wir haben eigentlich nur noch am Strandschild und dann ein bisschen was gegessen. Ja, und heute war ich auch noch nicht so in der Verfassung zum Filmen, weil es mich ein bisschen erwischt hat. Wir sind ein bisschen krank geworden. Ja, und jetzt sind wir mittlerweile auf einer anderen Insel, auf der anderen Gili Island, auf Gili Meno. Und ja, Adi, der ist gerade schon fleißig heute am Fotografieren und Machen und Tun. Ich habe mir gerade hier einen schönen Tablettencocktail gemacht. Ja, aber schaut euch das mal an. Jetzt warten wir gerade noch auf unseren Bungalow, aber schaut euch das mal an. Hier sieht es schon richtig gut aus und hier... Das Tolle hier auf der Gili Meno ist einfach, dass hier kaum Touristen hat. Echt entspannt ist, hier niemand irgendwas verkaufen will. Ja, lässig. Mittlerweile ist jetzt der ganze Tag schon wieder vorbei. Wir waren ein bisschen beim Schnorcheln und sonst eigentlich der ganze Tag nur am Strand rumgelegen. Und ja, jetzt ist gerade der Sonnenuntergang schon vorbei. Habe ich leider vergessen zum Timelapse, aber das mache ich morgen, wenn ich dran denke. Aber schaut euch mal an, sieht richtig schön aus hier. So eine Insel kann man schon aushalten, hier ist auch extrem ruhig. Gefällt uns beide schon richtig gut. Ich denke, heute passiert auch nicht mehr viel, deswegen beende ich den Vlog mal, dass er nicht zu lang wird. Sehen wir uns morgen wieder. Ciao.